So, willkommen zurück. Ja, wie angekündigt, jetzt mein Klon auf der My Test Engine. Übrigens, wie ihr es bereits an der Zeit wahrscheinlich sehen werdet, zugunsten, also auf Bitten von Uri, spielen wir jetzt immer als eine Folge 30 Minuten. So, gut. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Aha, Uri ist sogar on. Morgen, erstmal schon verschrieben. So. Ja, ich habe gerade absolut keinen Plan, wo es überhaupt war. Wo sind wir? Ach ja, hier hinten. So, genau. Wir haben hier unser Haus eingerichtet. Und ja. Der Tunnel hier, den wollte ich noch ein bisschen zugänglich machen. Oha, der ist ja schon abgehauen. Die hauen schon wieder ab. Ich mache mir mich in meine Heimat. Achso, die hauen schon wieder. Immer diese Gewalt. So, wir haben ansonsten Fleisch haben wir. Hier könnte man ein bisschen Fleisch backen. Erstmal davon 4 und dann knallen wir einfach hier für den Rest rein. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was mehr an Saaten macht. Wir machen einfach das da. Das sollte funktionieren. Und dann begeben wir uns erstmal, ja, bauen wir uns erstmal ein bisschen nach unten. Ansonsten würde ich mich gerne auch noch auf den Weg machen, ein bisschen Kakao zu suchen. Da können wir nämlich hier mit dem Getreide und dem Kakao schöne Kekse backen. Dumm gelaufen. So, wir haben 27 Brot, holy moly. Damit man in Ruhe sein Brennen, Steine brennen kann, etc. Ah. Ja, mein Lebenskunst ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Perfekt, perfekt. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Proviant. Wir haben auch schon ein bisschen Eisen. Ich würde es nur begrüßen. Wir brauchen unbedingt, ja, wir müssen auch unbedingt mal in Neta. Wir brauchen mal so eine Truhe, weil das ist halt ein Server, wo halt alle drauf zugreifen können. Und da muss ich mich mal so eine Kiste holen, die hier. Obsidian. Und ein Eye of Ender. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es geht um diese Zoom-Funktion. Das hier. Das kann man halt, das kann ich halt nur machen, weil ich halt Admin bin. Normalerweise kann man hier drauf nicht zoomen, außer man hat halt ein Fernglas oder irgendein anderes Item, aber es gibt hier gar kein Fernglas. Und dementsprechend muss ich dann mal Wusi fragen, weil Wusi ist diejenige oder derjenige, ja, der praktisch diese Mind-Klon-Mod erfunden oder erstellt hat.
Wir brauchen hier erstmal irgendwo, wo wir runterkommen. Hier wäre eigentlich schon relativ günstig. Achso, das da. So, dann haben wir hier praktisch so eine Stufe und dann können wir hier immer schön. Wow. Die Hacke. Uah, fuck. Die Hacke hat auch bessere Tage erlebt und wir haben jetzt gerade ein Problem. Ernsthaft? Ich habe nichts dabei? Eine Scheiße. Ernsthaft? Mache ich denn hier? Komm hier und dann jetzt einmal. War ja Alter. Deswegen sollte man hier ohne Baumaterialien rumlaufen. Der hat auch einen geilen Namen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Quä. Wow. Die ersten drei Tasten hier auf der Tastatur. 5D, 6, 4. Was ist das für ein Name? Hat er gerade einfach irgendwas in die Tastatur gehauen oder was? So, wir brauchen Baumaterial. Ich nehme einfach mal Sand mit, das passt immer. Das kriegt man relativ leicht wieder abgebaut. Ansonsten brauchen wir eine Spitzhacke. Das heißt, Stöcker. Hab ich? Doch, habe ich dabei. Wir brauchen Gestein. Ich nehme einfach mal das Ding da mit. Dann. Einfach mal 1, 2, 3. Wir machen mal zwei Spitzhacken. Kann nicht schaden. Und das Erste ist auch schon wieder gestorben. So. Was schreien wir hier so? Irgendwas, als suchen wir schon. Ja, genau. Ja, das ist ja auch das, weswegen ich ganz froh bin, dass das bei dieser Admin-Mod auch schon automatisch mit drin ist, damit man hier im Let's Play auch mal irgendwo ranzoomen kann. Weil ich weiß halt immer nicht, wie gut die Videos denn bei euch wirklich ankommen. Aber das Problem ist halt, ich nehme halt mit höchster Qualität auf, heißt also, ich habe praktisch verlustfreie MPEG-2-Aufnahme, also mit einer extrem hohen Bitrate, sodass man da wirklich quasi alles sieht. Das Problem ist halt nur, beim Konvertieren in H264 geht kaum was verloren, halt also auch die Videos sind sehr gestochen und sind schon scharf. Das Problem ist aber halt, was denn YouTube daraus macht, ist dann alles andere als gut. Wobei ich gemerkt habe, alles was unter Full HD aussieht, ist, ist noch beschissener. Also gerade so das Material, was mit 720p ist, da ist dann extrem Unschärfe und extreme Klötzchenbildung. Also keine Ahnung, was da YouTube macht, aber das ist auf jeden Fall nicht gesund. So, wir brauchen. Achso, ich bin nicht, hier bin ich falsch. Da müssen wir rein. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr diese von diesen Diorite. Oh, apropos. So, hier brauchen wir noch ein bisschen, glaube ich, mal ganz kurz das, was hier ist. Nein! Du Hure! So, am besten wollte ich erstmal die Kisten ab, auch wenn ich die wahrscheinlich nie wieder sehe. Hä? Visibility? Okay. Ja, aber klar, ich komme da nie wieder ran. Fuck. Dankeschön. So, wir müssen mal ein bisschen tricksen. Ich klaue am besten die Steine einfach mal direkt hier raus. Was machen die denn? Die sterben immer wieder, oder was? Das ist jetzt ein neuer Kampfsport. Volkssport, meine ich doch. So, mal schön dieses Granitkackzeug, was das auch immer ist. Oh, und gleich mal Kohle gefunden. Kohle ist immer gut. So. Da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Dann geht als nächstes. Ein bisschen Licht machen hier. Ist ja ganz schön dunkel hier. So. Kommt als nächstes. Die Hau brauchen wir erstmal nicht mehr. Oh, kann ich einsammeln. Oh, komm her. Also, ich habe gerade mal probiert, von außen ins Haus zu kommen. Ich habe den Sprung nicht. Vielleicht.
So, hier ist Sand. Wie ist das hier Sand? KP. Okay, hier muss also der nächste Stein hin. Dann kommt hier der nächste hin. Wow. Der nächste und der letzte. So, dafür füllen wir hier noch die Lücken aus. Das sieht schon ganz schön schäbig aus. Ja. Ah, wow. Nein, das war gar keine so schlaue Idee. Da kam ich hier nämlich gleich einen Abstieg. So, dann wollen wir mal ein bisschen die Höhle erkundigen hier. Oha. Kannst du zwei Blöcke hochspringen ohne Hilfsblöcke? Und wenn, ist da nur ein V. Was? Was? Vielleicht hatte er ja schon Übung. Kannst du zwei Blöcke hochspringen ohne Hilfsblöcke? Nope. Und wenn, ist da nur ein Block Luft. Das könnte ja normal sein. Ich kenne jetzt so, warte mal kurz. Keine Ahnung, ob Spawn ein Wort ist. Puh, ich habe keine Ahnung. So, hier ist erstmal Ruhe. Ich dachte, da geht es auch noch weiter, aber scheinbar nicht. Gut, dann gucken wir mal in die Richtung hier. Oha, hier geht der Fluss runter. Okay. Gut, kriegen wir jetzt Kohle. Weil ich jetzt gar nicht wüsste, wie er das cheaten sollte, außer er hat, weil das große Problem bei MyTest ist halt, weil das Problem halt bei MyTest ist halt, es ist halt Open Source, halt, also jeder kann sich den Source Code runterladen. Oh, wir haben Eisen gefunden. Und dementsprechend auch selber verändern und dann kompilieren und damit halt auch praktisch seine eigene Version von MyTest. Und wenn da natürlich jemand eine Abfrage entfernt, und denn das Programm nutzt für zum Spielen, dann kann er natürlich auch ja. Oh. Creeper Loch, die sollten eigentlich deaktiviert sein.
Übrigens war vorhin eine On. Obwohl, nee, sag ich mal lieber nicht. Das komme ich hier noch dran wie Datenschutz und sowas. Weiß man ja nicht. So. Boah, Alter, wie tief geht's denn hier runter? Respekt. Wäre natürlich cool, wenn wir hier noch schön viel Eisen finden würden. Wow. Ich lebe gefährlich. Noch mehr Kohle. So, 35 Fackeln habe ich noch. Na komm. Oh, Alter. Hallo? Wird immer tiefer hier. Ja, Eisen! Wird immer tiefer hier. Oh, das ist noch Kohle. Da habe ich eiskalt Kohle übersehen. Denn auch noch so reich an Kohle hier. Gott! Das muss eine ganze Kohleader sein. Den lasse ich da drinnen, da komme ich eh nicht ran. Alter, jetzt hier mal wieder auf. Ich wollte eigentlich euren Eisen suchen, keine Kohle. Was ist? Wo war denn jetzt das Eisen? Ach da. Sehr schön. Ja, wie gesagt, die Dame Ori, also wenn du dieses Video hier siehst, du seist gegrüßt von mir. Die haben wir auch schon im ersten Let's Play kennengelernt, die gute. Und ja, wie gesagt, ich spiele auch zwischendurch sowohl Doom als auch Mindtest und dadurch, dass das jetzt hier ein Server ist, spiele ich hier natürlich auch drauf, wenn ich gerade kein Let's Play mache. Nur halt, dann spiele ich halt mit meinem, entweder mit meinem Administrator-Account, also mit Walker, mit dem Walker-Account, oder aber mit meinem Zweit-Account hier, Lokalhorst. Nicht Lokalhorst, Lokalhorst war ein Spieler, wie heißt denn der? Stalker, genau. Ich verwechsel immer die Namen. Der hoffentlich hier. Tatkiste für Langfinger. Wow. Gut formuliert. Ja, Stalker. Ja, Lokalhaus ist einer, mit dem ich mich gerade beschäftigt habe, weil. Bin gerade oder war gerade dabei, hier einen neuen Server aufzusetzen. Ich hatte ja bis letztens hatte ich ja nur zwei Server. Scheiße, ich baue die Kacke gar nicht ab, kann das sein? Fuck. Oh Gott. Bis gerade eben hatte ich nur drei Server gehabt und jetzt habe ich aber vier Server. Ich habe praktisch noch einen Mindtest-Server angelegt, der nur testhalber ist, wo praktisch Mindtest im Dunkeln ist, also nachts halt. Hier ist ja immer Tag, immer 12 Uhr. Und da habe ich halt noch einen Server angelegt, der wo halt immer Nacht ist. Der geht aber viel Eisen. Okay, ich gehe nochmal hoch und bauen wir nochmal eine. Bauen wir mal eine Stahlhacke, damit ich jetzt ganze Gold abbauen kann. Hab gerade schon mindestens zwei verschwendet. Eine Schande. Das ist halt das Problem, Das dauert zwar halt länger, wenn man Sachen mit einer Hacke abbaut, die eigentlich nicht geeignet ist, aber man baut es halt trotzdem ab und dann verschwindet es.
ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, weil es ist dann halt weg. Da hat man den Moment dann halt einfach verkackt. Und wenn man das dann natürlich erst nach dem zweiten Block mitbekommt, naja, dann ist quasi die Enterbung schon schriftlich, ne? Also, da besteht dann auch keine Chance mehr. Wir brauchen Eisen, haben wir. Okay. Ich muss mal kurz ausmisten. Ernsthaft? Eben, da liest keiner vor. Ja, gut. So kann man das natürlich auch bezeichnen. Gut, wir müssen erstmal was ablegen. Du kannst raus, ihr könnt komplett raus, du kannst raus, du kannst sowieso raus, du auch. Ja, du auch. Du auch. Und du auch. Okay, du kannst auch raus, bist sowieso schon fast tot. Was für ein Skelett? Ich habe ja kein Skelett bei mir. Zumindest höre ich keins. Keine Ahnung. Hä? Bin ich jetzt falsch? Bin ich hier falsch abgebogen? Ich mache kurz jetzt die ganzen Fackeln hier ab, die irritieren mich. Dachte gerade, ich muss hier unten lang, aber ist ja hier gar nicht. Danke. Da muss ich lang. Was trinkst du eigentlich aus der... Oh Gott. Ja, Gott. gut, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Waren wir, okay, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Da kamen wir, da müssen wir nach da. Hier runter und jetzt da lang. Nee, Tassen sind mir doch so ein bisschen zu. Da renne ich gerade runter in die Küche. Ich meine, gut, so eine Kanne hält bei mir auch mehr als einen Tag. Von daher müsste ich dann gerade mal viermal in die Küche rennen, aber. Was nicht sein muss, muss sein. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wann ich angefangen habe mit der Kanne und warum, aber eben ist halt so. Ist halt irgendwann so entstanden und ganz ehrlich, so, wo war jetzt Gold? Hier oben war doch auch noch Gold, oder? Gold, 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 Gold. Wobei Gold brauchen wir eigentlich soweit gar nicht. Wüsste ich zumindest nicht wofür jetzt erstmal. Autsch. Na gut, bleiben wir erstmal hier unten. Ich muss hier nur aufpassen, wo hier unten ist doch scheinbar Lava. Ja, da ist Lava. Dass ich hier nicht irgendwas in die Lava fallen lasse, das wäre nicht so schön. Vor allem nicht, wenn ich in die Lava falle. Gott, das Eisen. Na gut, ich würde mal sagen, das bauen wir in der nächsten Folge ab. Das ist ganz viel Gold. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, was wir mit dem Gold erstmal anfangen sollen. Da geht es ja noch weiter.
Weil ich halte mich halt generell lieber an solche Sachen wie Eisen und sowas, ne? Ist einfacher zum Verarbeiten, vor allem aus Gold kann man gar nicht so viel machen. Soweit ich weiß. Oder verwechsel ich das gerade mit Vanilla? Muss ich mir gerade überlegen, was kann ich alles aus Eisen machen? Aus Gold. Oh, tatsächlich relativ viel. Die Frage ist halt nur, wie stabil ist das im Vergleich zu Eisen? Er sagt, ich kann ja mal ein bisschen Gold abbauen, wenn es schon mal rumliegt. Na gut, aber das wie gesagt in der nächsten Folge. Jetzt erstmal Schau mit V.